Servus und willkommen zu Forts im Ranked. Auf Abyss heißt es heute Team 1 mit Architect gegen Team 2 mit Shotgunner. Ich wünsche euch viel Spaß beim Game. So, und da wären wir in-game. Links ist unser Gegner mit Architect und rechts sind wir mit Shotgunner. Das heißt, heute haben wir ein Damenduell, weil Architect ist weiblich und die gute Shotgunner ist auch weiblich. Und wir machen hier diesen einfachen Weg nach unten. 1, 2, dritte Mine. Unser Gegner hier nimmt die Ressourcen und baut hier eine kleine, feinedrige Verbindung nach oben für Mine und Windturbine. Beides, sage ich mal, ist valide. Hier unten brauche ich halt weniger Ressourcen für diesen Weg nach oben, weil ihr seht, hier wurden zwei extra Nodes gemacht. Ich musste nur eine setzen. Demnach läuft bereits hier bei uns unsere T1, die Waffenkammer, und hier oben kommt die vierte Mine plus eine weitere Windturbine. Und hier, für all die sich wundern, was hier gerade passiert ist, ich habe hier raus und hier raus eine extra lange Strebe gemacht für einfach mehr Stabilität im eigenen Fort. Die zweite Windturbine läuft und jetzt habe ich die Connection nach oben auch geschlossen und gönne mir selbst meine vierte Mine. Der Gunner wird verkauft, das Metall hier unten ebenfalls. Hier kommt es auch endlich mal die Waffenkammer, wo unsere zu drei Viertel durchgelaufen ist. Und noch eine Batterie, weil auf Abyss spielt man momentan ohne irgendwelche Lageeinheiten. Das heißt, dran denken, ihr braucht eine Batterie und ihr braucht ein Erzlager. Die T1 ist durchgelaufen, die Batterie auch, und hier kommt unser erster EMP-Launcher. Und der kann unangenehm werden, weil, ich sag mal, da ist nicht viel Defense vom Core. Der wird auf jeden Fall den Core und die T1 und das Upgrade Center deaktivieren. Hier unten noch ein Gunner und ein Sniper. Einfach nur, um eventuelle Szenarien schon mal vorab abzuchecken, damit hier nichts so dramatisch schief geht. Noch ein zweiter EMP-Launcher. Hier werden die Tore versteckt. Der erste EMP-Launcher ist ready. Und wisst ihr was? Einfach mal Feuer frei, aber es geht nach oben. Die Extraminen müssen weg, weil die Connection sehe ich als schwächstes Glied. Bei uns genauso. Hier ist es aber ja noch essentieller, weil wir haben hier unten und hier oben eine Mine. Hier oben sind direkt zwei. Da geht auch der Sniper und hier unten wird ein Gunner-Balkon installiert. Und jetzt geht die EMP auf den Core. Die Connection nach oben ist gerissen. Unangenehm. Hier nochmal die Minen und eine Windturbine deaktiviert. Hier nochmal den Kern und die T1 deaktiviert. Die nächste Rocket kommt und da unten ist ein Gunner fertig, der auch die Rocket stoppen kann. Währenddessen läuft hier noch die fünfte Mine. Die nächste EMP wird auch rausgenommen. Und ihr seht, der Kollege hier lässt sich wenig beeindrucken. Baut straight weiter nach oben. Hier kommt eine EMP nochmal durch. Deaktiviert zwei Minen. Und jetzt reicht es mir. Eine EMP wird nach unten geballert, um die Gunner rauszunehmen, und die zweite einfach hier straight up auf den Core. Einfach Hauptsache irgendwas deaktiviert, weil das sind alles Ressourcen, die ihm flöten gehen. Und unserem Sniper seinen rausgenommen. Jetzt läuft bei uns das Upgrade Center, sind auf 5 Minen und 2 Windturbinen sehr stabil. Seine Gunner unten rausgesniped und er hat hier oben so ein Käsedreieck gebaut, so eine Waffel. Und hier kommen die EMPs, den Kern deaktiviert ist Upgrade Center und jetzt wird mir endlich mal Holz von dran gebaut, um es zu schützen. Hier oben ist auch noch ein Gunner, hier unten sind jetzt zwei Gunner. Ja, und der Gunner da oben ist komplett lost und drunken, trifft gar nichts, oben nochmal alles deaktiviert, hier nochmal die T1 deaktiviert und hier wird die erste Flak gebaut. Unser Upgrade Center ist fertig, die EMP wird rausgenommen. Und das heißt, wir können rein theoretisch hier gleich auf Rocket spielen und anfangen, richtig Damage zu machen. Währenddessen läuft hier oben die zweite Flak, weil ich habe das schon so oft gesehen, auch bei Bowser, wo ich gegen gespielt habe, und andere Pro-Player. Es werden hier oben oftmals zwei Shotguns installiert. Werden die Shotguns da oben installiert, um einen Winkel auf diesen Spot zu haben, wo oftmals Mörser oder Gunner drin sitzen? Will ich hier oben die Minen angreifen oder freie Windturbine rausnehmen?
Kann mir bitte mal einer erklären, warum diese beiden hohen Shotguns hier oben so populär sind, weil ich versteh's beim besten Willen nicht. Ich habe auf jeden Fall diese Shotgun gesehen und denke mir, okay, ich muss meine Windturbinen schützen, bevor dieses blöde Drecksding den ersten Gruß sendet. Und hier geht auch schon die erste Windturbine. Die verstecke ich hinter Sandsäcken. Und hier kommt die nächste. Und wisst ihr was? Das brachte einfach gar nichts. Die Sandsäcke brachten einfach einen feuchten Kehricht. Und hier kommen die ersten Rockets. Ja, bisschen Splash Damage auf dem Holz. Dafür verliere ich meine EMP. Zieh die aktive und klau ihm hier quasi seine Energie. Und hier kommen die Upgrades für Minigunner, weil der Spot hier oben ist frei. Der ist potenziell angreifbar, aber das eine gebrochene Tor sorgte dafür, dass er mit seinem Sniper mit dem Minigunner direkt rausnimmt. Hier mit der Shotgun die Mine oben zerschossen und ich muss ehrlich sagen, ich war jetzt schon extrem angepisst. Also, um es in Worte zu fassen, ich war wieder kurz davor, irgendjemanden das Fressbrett einzuschlagen. Weil diese beiden blöden Shotguns haben mich ewig getriggert. Hier kommt ein AP-Sniper bei uns ins Spiel, der soll mich von diesem Dreck da oben befreien. Und hier der zweite Minigunner geht auch ohne was zu machen. Währenddessen hat er hier unten den Brandschaden gekonnt ignoriert. Ja, und die Raketen hier unten auf den Spot mit Splash Damage. Nochmal zwei Minigunner da unten, ist der AP Sniper ausgewählt und die erste von diesen Drecks Shotguns ist weg. Hier ein bisschen veraimt, er Gott sei Dank auch. Und ja, hier mit der Rocket seinen Sniper rausgeholt, der meinen Sniper sniped und mein Sniper konnte hier noch die Shotgun rausnehmen. Ist hier die aktive und ihr seht, seine Windturbinen stehen still. Das heißt, ihr kriegt hier nur das Einkommen gerade vom Kern, wo ich mir nochmal ein bisschen Zeit gekauft habe. Die Rockets kommen, wir haben Core Damage, aber nur minimal. Und mit den Minigunnern gucke ich, wie hoch ich komme, aber hier ist Schicht im Schacht. Ansonsten, die verlorene Mine wird nochmal neu installiert. Ja, nach oben schießen kann ich knicken, wegen diesen blöden Gunnern da unten. Und hier oben kommt wieder die Flak ins Spiel, beziehungsweise gleich eine Shotgun. Und hier meinen Sniper direkt rausgenommen, in dem Moment, wo ich ihn geplaced hatte. Ansonsten installiere ich schon noch ein bisschen Windenergie, weil wir laufen nur auf einer Windturbine und eben dem Kern, was nicht die Welt ist. Hier verlieren wir nochmal unseren Sniper. Und ja, das kann ich euch mitgeben. Das seht ihr hier im Spiel auch schön. Einfach mit eurem Sniper, wenn ihr einen habt, auf diese freien Spots mal antesten und gucken, was finde ich da? Sitzt da vielleicht irgendwas Offenes? Höre ich Metall? Höre ich da Holz? Was sagt mir das Ganze? Mit den Minigunnern seinen Gunner und seinen Sniper rausgeholt. Die Rockets sind verkauft und hier kommt auch ein weiteres Erzlager, damit ich die T2 irgendwann Angriff nehmen kann. Währenddessen sind hier oben wieder zwei von diesen behinderten Shotguns. Ich habe echt keinen Bock mehr auf diese Dinger, weil, wie gesagt, ich weiß nicht genau, ob die das da angreifen sollen oder die Windturbinen, sonst irgendwas. Aber ich habe noch nie so einen dummen Mist gesehen, der mich so getriggert hat. Hier oben baue ich mir auch einfach einen Dorn nach oben, weil hier kann man rein theoretisch einen Gunner installieren. Hier kommen Mörser und ja, sind zwar nur Feuermörser, Anführungsstrichen, aber die sorgen auch schon dafür, dass ich schon mal Ressourcen aufwenden muss. Und ja, deswegen, ihr seht, hier kommt noch ein Gunner installiert. Der soll sich um die Mörser kümmern. Wir verlieren nochmal eine Minigun. Und das ist einfach super, super nervig. Hier kommt nochmal ein AP-Sniper ins Spiel. Der soll mich vor diesen dummen Shotguns bewahren. Aber hier mit dem Sniper einfach zielgenau rausgenommen. Der Gunner da unten muss sich noch einaimen. Trifft einen von drei Mörsern und jetzt werden schwere Mörser, also er sollte ja schleunigst seinen Aim verbessern. Hier unten kommt eine Flak und da kommt noch ein Gunner mit einem Winkel nach unten und ja, die Shotgun holt mir den Gunner einfach weg, weil man weiß es ja, die Shotgun streut immer so herrlich und ja, alles Aufregen der Welt bringt gerade gar nichts, es war halt einfach Gülle.
Gedanken hier, der Gunner, ja, hat wahrscheinlich keinen Winkel, wirft das Energieschild und die nächste Shotgun, holt uns auch die Windturbine weg und den Gunner da unten. Ich ziehe nun mal die aktive, einfach um seinen Beschuss zu hemmen, weil ihr seht, da sind 5 Windturbinen und die sind geradeaus. Und wir haben gerade nichts, um uns zu wehren. Wir haben zwar hier 1-2 Flaks, wobei die noch ein Brett vorm Kopf hat. Und ja, hier der Minigunner, ja, hat reingehalten, wurde direkt rausgesnappt und der Gunner da oben hat mir jetzt ein bisschen Arbeit gemacht, mit der Shotgun rausgeholt und hier unten auch nochmal rein. Also die beiden Shotguns da oben, ganz ehrlich, das ist echt eine Sache, die mich unglaublich nervt und triggert. Also unglaublich. Sollte es mal irgendwann Turniere geben, wo man seinem Gegner physisch gegenübersteht und irgendjemand spielt das gegen mich, wenn ich euch die Nase breche, ist eure eigene Schuld. Hier kommt die Buzzer. Disconnectet das Ganze hier gar nicht mal so tragisch. 2 Streben rein, alles ist gut. Die Flak holt die 3 schweren Mörser raus. Und mit Sandsack und angewinkeltem Metall ist eigentlich alles ganz angenehm. Hier unten werden die Swarms eingepennt, aber die Flak ist ready. Da oben habe ich jetzt noch meinen Gunner installiert. Und ja, alles rausgenommen, gar kein Thema. Der da oben holt auch die schweren Mörser raus, wo ich ihm sehr dankbar bin. Und hier läuft unsere T2. Weil, auch wenn es extrem nervig ist mit den Shotguns, den Mörser und so weiter, es ist jetzt an dem Punkt angekommen, wo ich sage, es ist in Ordnung, wir können das hier erstmal halten. Und ich gehe davon aus, wenn ich mit Schock genau in Firebeam ins Spiel bringe, beziehungsweise Fire-Plasma-Beam, sieht hier die Welt gleich ganz anders da aus. Hier kommen endlich mal Lagereinheiten. Der Gute spielt die ganze Zeit ohne irgendeine Lagereinheit, muss man dazu sagen. Und hier mit der Shotgun einfach reingehalten, was halt auch gegangen ist, als die Swarms geblockt werden sollten. Hier wird die nächste Windturbine rausgenommen und die Flak da oben, ja, die holt die schweren Mörser so raus, dass sie ihren Schutz verliert. Ja, hier mit der Basso abgesägt und ja, wie gesagt, ich war von dem Spiel echt genervt, weil er macht das gut. Mit ganz, ganz vielen kleinkalibrigen Waffen. Mit den Shotguns geht er mir tierisch auf die Nerven. Dann hat er hier noch die Mörser, die hier Strukturschaden machen. Die Buster, wo mich hier oben noch stört. Und sein Sniper-Play ist einfach momentan echt ganz, ganz großes Kino. Mit der Flak reingehalten. 2 Mörser und die Buster rausgeholt. Hier nochmal ein bisschen Ruhe ins Spiel reingebracht. Weil sein Sniper ärgert mich eh schon wie Sau, weil das macht er gut. Ich kann seinen Sniper aufgrund der Shotguns, der Mörser und allem Mist, was hier ist, gerade gar nicht richtig contesten. Weil ich muss überall gerade ein bisschen an Energie und Zeit investieren. Mit der Flak, mit dem Reparieren hier oben, neue Waffen anbringen, die Spots kontrollieren, bei ihm rüberschauen. Wo hat er seine Waffen, wo kann ich angreifen? Das ist gerade halt alles ein bisschen stressig. Hier die Connection, wo ich verloren habe, habe ich auch super genervt, weil ich hätte gerne mal irgendwo Ruhe im Lachs gehabt, aber ich kam nicht dazu, dass irgendwann mal Ruhe eingekehrt ist. Er hat mich hier 24/7 irgendwie gezwungen, was zu machen, was mir dann auch viel, viel von der Konzentration geraubt hat. Und hier habe ich die letzte Windturbine verloren. Ist mir in dem Moment aber gar nicht wirklich aufgefallen, weil meine Lager waren voll. Und ich dachte mir, jo, dann schießt doch mit der Shotgun halt einfach drauf. Ich repariere es, jo. Dann mach einfach, wenn du so glücklich wirst, dadurch. Mittlerweile kommt bei ihm hier unten auch die 6. Mine. Wir haben nur 5. Verkaufen hier auch unser Erzlager, weil für ein Firebeam brauchen wir das nicht. Und Shotgenau macht ja aus Firebeams Plasmabeams. Und können damit dann auch ganz easy hier einfach mal reinkatten. Die T1 wird auch verkauft, weil die ist im Weg, wenn ich hier unten meinen Firebeam installieren will. Die 6. Mine kommt bei uns und es werden noch mehr Gunner installiert. Mit der Shotgun hier reingehalten. Ich müsste eigentlich instant nachbauen und gar kein Metall zum Angreifen anbieten. Und hier kommt die Nuke, die kann rausgenommen werden mit 2 Gunnern und einer Flak. Währenddessen die Basso
kommt hier aufs Metall. Und hier oben sind noch mal ein paar Gunner installiert. Jo, gar kein Thema. Die Flak, die macht zwar die Klappe auf, macht aber selbst nichts. Und hier hätte ich vielleicht hier auf den Spot den Sniper bringen können, der zumindest hier oben mal für ein bisschen Ruhe ins Spiel bringt oder sorgt. Aber ich kam nicht dazu, irgendeinen blöden Sniper ins Spiel zu bringen. Das hat er echt gut gemacht. Aber ich muss auch jetzt sagen, mir hat auch der Nerv gefehlt, jetzt noch einen Sniper ins Spiel zu bringen und installieren und bla und sowieso. Mir ging es erstmal darum, dass ich es irgendwie schaffe, so eine blöde Windturbine zum Laufen zu bringen. Und hier, ja, mit dem Sniper nochmal den Gunner oben rausgeholt. Hier erstmal die Buzzer, drei schwere Mörser sind ready. Hier unten ist noch ein Smoke Launcher installiert. Der Winkel von der Buzzer ist halt bescheiden, aber hier kommt unser zweiter Firebeam. Und für mich war klar, ja, die Nuke darf nicht treffen, die trifft auch den Fels. Ich habe hier Fire und Plasma rein, theoretisch. Damit kann ich das Game easy finishen. Einfach rin und weg. Ich installiere hier oben die nächste Windturbine einfach aus Verzweiflung heraus, weil andauernd wird das Scheißding weggemacht und hier mit der Basso einfach weggecuttet, wo ich mir dachte, das kann es doch echt nicht sein. Du lachst mich doch vorne wie hinten, das ist doch einfach nur Verarsche. Hier kommt die Nuke. Die kommt hässlich, macht hier viel Strukturschaden und ja. Meine beiden Firebeams sind ready. Hier oben schmiert mir gerade der ganze Lachs ab. Dass das noch hält, ist halt schon dreist. Und ja. Ich habe hier gerade gemerkt, Scheiße. Du hast hier zwei Firebeams ready. Aber du hast nicht mal ansatzweise die Energie, um hier was zu machen. Hier hat er mir alle, ja, Minen weggeschossen und ich call's schon GG. Das Ding ist durch. Hab hier auch noch vollkommen falsch geaimt. Jo, kassiere hier die Nuke. Und alles, was ich noch irgendwie machen kann, ist vielleicht einmal mit dem Plasma-Beam den Kern wegholen. Und wenn es Fire-Plasma gewesen wäre, wäre das hier GG. Aber so, das Game ist durch. Ich habe bei weitem nicht mehr die Ressourcen, um hier gegen zu bauen. Hier oben wird weiter abgesägt. Die Minen hier sind komplett im Eimer. Drei Minen laufen bei mir noch. Bei ihm sind es sechs. Der Smoke Launcher, ja, macht sein Übriges. Und es heißt GG. Oh, das war ein Spiel, was mich einfach nur nervlich an die Grenzen gebracht hat und auch von der APM. Und wie gesagt, Ich war drauf und dran, wenn ich die Person real vor mir gehabt hätte. Ich hätte mich echt zusammenreißen müssen. Aber ganz ehrlich, er hat es auch saugut gespielt, muss man dazu sagen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, über ein Like, Kommentar oder Abo würde ich mich freuen. Ansonsten genießt die schönen Tage, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss.